So, wir haben heute mittlerweile Freitag und wir wollen euch zeigen, wie es bei uns in der Küche zugeht. Philipp, was hast du heute gemacht? Wie hast du Mama unterstützt? Philipp hat die Würstchen geschnitten. Und 82 Radieschen Stücken. 82 Radieschen, hast du die dann gezählt? Ja. Kannst du dann schon bis 82 zählen? 900. Bis wie viel? 900. Bis 900. Da hast du ja schon was in ein paar Monaten gelernt. In den 2 Monaten, noch nicht mal 2 Monate in der Schule. Aber die wollen jetzt noch angebraten werden, ne? Oder? Die willst du doch in der Pfanne noch anbraten, ne? So, Philipp hat die Würstchen geschnitten, Radieschen habe ich gemacht und Mama sagt, er hat noch Paprika gemacht. Ja. Und was hat Romy gemacht? Romy hat alles kontrolliert. Sie hat fleißig zugeguckt, ja? Fleißig zugeguckt und kontrolliert auch, ob alles... Und sie hat heute Morgen mit mir was geguckt, wenn er auf dazu noch Musik. Und dann hat sie so mitgetanzt. Hat sie mitgetanzt? Ja, der hat halt nicht so mitgetanzt. Ja, der hat so doll, getanzt. Ja? Guck mal. Der hat so getanzt. Bei uns geht es hier chaotisch zu in der Küche. So, was macht? Hat hier seine Einer stolpert über den anderen drüber, aber wir sind dafür schnell fertig. So. Was macht Jana? Jana backt Kuchen heute. Sieht ja schon mal richtig lecker aus, oder? Joghurt. Ja. Apfelmus hast du schon gesagt? Ja. Mehl. Ja, Mehl haben wir noch Butter ganz viel. Zwischendurch fragen wir mal Sarah. Sarah, was hast du gemacht? Geschminkt, ne? Ja. Die Augen sind wieder irgendwo. Mit was hast du das wieder gemacht? Mit Stifte? Sie hat meine Handtasche gefunden. Ah, sie hat die Handtasche von Mama gefunden. Sie hat Mamas Wimperntusche, ja? Die Wimperntusche hat sie rausgeholt. Und Mama macht die Bohnen fertig, die Jana geschnitten hat. Ne? Ja, Jana hat die Bohnen vorbereitet. Ich brate sie jetzt. Und das super. Ist die Paprika, die Philipp. Ja, das machen wir gleich noch, was anderes. Aber die hat er geschnitten, ne? Die hat er geschnitten, ja. Die hat das, nein. Dann haben wir noch Kartoffeln hier drin. Ja, dann machen wir gleich Püree. Dann gibt es heute Bohnen mit Kartoffelpüree und Würstchen. Das gibt es heute. Und morgen gibt es dann Nudeln mit Tomatensauce und Salat. Okay. Ah, und Radieschensalat machen wir noch gleich. Ja, richtig. Bist du fertig? Ja, okay, super. Ich verfeine das jetzt noch ein bisschen und dann schneide ich das. Das schaut schrecklich aus, wenn ich den mag. Nein, das hast du sehr gut gemacht. Das ist für dein Alter, hast du das schon sehr gut gemacht. Mein Spielzeugkorb ist kein Wäschekorb. Am Ende ist es nur noch wichtig, wie er schmeckt. Ja. Das sieht aber schon auf jeden Fall schon ziemlich lecker aus. Extra für Papa. Wir wissen doch, dass Papa grüne Bohnen mag. Ja. Was hast du damit reingemacht? Knoblauch? Knoblauch und Zwiebeln. Bisschen Öl. Thank you.
Spaß, Klavier zu spielen? Geht, ja. Klar, sitzt von morgens bis abends dran und sagt, es geht. Ja, schön. Freut mich, dass du gerne Klavier spielst. Heute mache ich mir meinen eigenen Fruchtjoghurt. Dazu brauchen wir Alpo Natur ungesüßten Joghurt und dann eine Banane, eine Kaki und Agavendicksaft. Und jetzt fange ich an. Als erstes tue ich mit dem Löffel den Alpo-Joghurt in den Teller. Und jetzt bin ich fertig. Und jetzt tue ich die Kaki einschneiden. Okay. Wie ich auf die Idee eben gekommen bin, den Joghurt zu machen. Ich hatte so Hunger, dass ich den einfach wollte. So, ich mache sie erstmal in zwei Hälften. Jetzt tue ich die Kaki in den Teller. Und später kommt nochmal Kaki rein. Jetzt schneide ich die Banane noch einmal. Jetzt tue ich die Bananen hinein. Jetzt noch die andere Hälfte von der Kaki schneide ich jetzt nochmal ein. Das esse ich einfach. Jetzt tue ich wieder die Kaki hinein. Jetzt tue ich noch Agavendicksaft rein. Und vermische es. Guten Appetit, es schmeckt. Und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss. So, Sarah, was hast du dir da angezogen? T-Shirt. Was meinst du, welchen Monat im Jahr haben wir gerade? August? August. August? Upsa. Was ist denn? Na, seid ihr da? Wollen wir Kuchen essen? Wollen wir jetzt deinen Kuchen probieren, Jana, den du gebacken hast? Und wann machen Robi? Wir? Sissi. Wann machen wir die Muffins? Oh, ich glaube, heute schaffen wir das nicht mehr. Machen wir am Sonntag, ja? Sonntag machen wir. Wollen wir laufen essen? Romy hat auch gerade gebadet und jetzt essen wir Kuchen. Und mal probieren, was Jana da so gebacken hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall den Kuchen schmecken lassen. Lass meine Kamera. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall den Kuchen schmecken lassen und den Abend genießen. Euch noch alles Gute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.